Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Wilke, das ist mir schon klar, dass Sie eine andere Realitätswahrnehmung haben. Und diese Wahrnehmungsstörung ist ja Ihr Problem. Ihre Pipi-Langstrumpf-Mentalität, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, das wird nicht aufgehen. Und bei den nächsten Wahlen, mit den Ergebnissen der nächsten Wahlen, werden die Wähler Sie aus diesem Wolkenkuckucksheim Ihrer Traumwelt zurückholen. Da bin ich fest von überzeugt, A2, wenn Sie sich jetzt hier an Redezeitlängen hochziehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, weil inhaltlich nicht dagegen anzuargumentieren ist, da kam ja nichts von Ihnen, da muss ich sagen, Qualität vor Quantität. Und wenn Sie es für ein Qualitätsmerkmal halten, dass irgendjemand 30 Minuten heiße Luft produziert, dann haben wir da eine unterschiedliche Wahrnehmung auch in der Sache. Und ich sage Ihnen eins, ja, die Menschen wissen ganz genau, woran sie sind, bei dem, was der Ministerpräsident gesagt hat. Warum? Weil das genau dasselbe ist, was, und das habe ich heute aufgezeigt, im Koalitionsvertrag steht. Es käme nämlich nichts Neues und es würde danach genauso wenig passieren und umgesetzt werden. Und es ist genau das, warum Sie mit den Prozenten auf der nach unten offenen Richterskala marschieren. Vielen Dank. Herr Wilke, Sie hätten noch einmal die Gelegenheit, darauf zu reagieren, wenn Sie möchten. Ja, lassen Sie sich mal nicht beeinflussen. Möchten Sie oder möchten Sie nicht? Genau. Herr Kalbitz, meine Kritik richtete sich überhaupt gar nicht an der Redezeit, sondern daran, dass Sie in diesen 10 Minuten nicht ein Wort dazu gesagt haben, was Sie inhaltlich vorschlagen und wie Sie dieses Land voranbringen wollen. Nicht ein einziges Wort haben Sie dazu gesagt. Und die Wählerinnen und Wähler, Sie drohen ja immer mit den nächsten Wahlen und so, meine Angst hält sich da auch in Grenzen, denn genau mit solchen Debatten hier entzaubern Sie sich doch. Wenn Sie hier sagen, wir bewegen uns in Richtung Dritte Weltland, dann weiß jeder da draußen, wes Geistes Kind Sie sind. Und das ist wirklich absurd. Aber kommen wir zu den Inhalten. Ich würde gerne, weil Sie gesagt haben, der Ministerpräsident sprach nur über ein Wie weiter und da gab es keine Ideen, die das Land voranbringen. Ich glaube, mit dem heutigen Antrag der Koalitionsfraktion, den ja die Opposition in Teilen sogar gerne zugestimmt hätte bei einer getrennten Abstimmung der Punkte. Das heißt, da muss ja eine Essenz drin sein, die auch was sozusagen in sich bringt, dass die CDU auch mittragen würde. In diesem Antrag werden genau die Probleme, die mit der Kreisreform aufgeworfen wurden, aber für die diese Reform so nicht die Antwort war, werden ja auch weiterhin aufgegriffen. Die Frage der Teilentschuldung, die Frage, wie gehen wir denn damit um, dass kreisfreie Städte im hohen Maße verschuldet sind. Die Frage, wie gehen wir damit um, dass Kultureinrichtungen in diesem Land landesweit bedeutsam sind, aber finanziell momentan nicht so aufgestellt sind, wie sie sein müssten. Die Fragen werden beantwortet. Die Frage des Finanzausgleichs in diesem Land, eine entscheidende, weil bei den ganzen Diskussionen zur Kreisreform ging es immer wieder auch um die Frage, haben die Kommunen ausreichend Mittel zur Verfügung, um ihre Aufgaben zu erfüllen? Diese Frage wird angegangen mit diesem Antrag. Die Frage des Soziallastenausgleichs ebenfalls, weil wir müssen feststellen, dass ein Teil des Schuldenberges in den kreisfreien Städten besonders mit den Soziallasten zu tun hat. Und dieser Antrag reagiert darauf und sagt, an der Stelle müssen wir nachsteuern. Ich gebe noch einige weitere Beispiele, E-Government-Gesetz und so weiter. Und deswegen, Herr Kalbitz, sage ich Ihnen nochmal, diese Floskeln von Inhaltslosigkeit, die treffen einfach nicht zu. Entweder Sie hören nicht zu oder Sie plaudern diese Phrasen weiterhin vor sich hin. Ich würde wirklich dafür werben, dass Sie dann auch einfach mal sich ein paar Gedanken mehr machen. Das würde uns allen hier gut tun und Ihnen auch.